meinem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpfer. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Ja, und somit herzlich willkommen zu dem Let's Play zu Horizon Forbidden West, der Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Ja, ich bin natürlich sehr gespannt. Ich habe mich gar nicht so krass über das Spiel informiert. Das Let's Play kam ja schon vor ein paar Jahren hier auf dem Kanal. Klar hat man mal so ein paar Bilder gesehen. Ich möchte aber gar nicht so viel dazu sagen. Vielleicht habt ihr euch auch nicht großartig informiert. Und wir starten einfach ins Spiel hinein. So, ich würde einfach mal sagen, wir machen normal. Und Unterstützung, Entdecken, geführt. Minimal hat Informationen. Sieh dir die Welt an, um deinen Weg zu finden. Hier Markierungen und Symbole auf dem Bildschirm, die dich auf deine Reise unterstützen. Kommt immer drauf an, wie viel das ist. Ich denke mal, wir können vielleicht das auch noch umstellen. Deshalb machen wir mal Entdecken. Die Erde in einer fernen Zukunft. Die Natur hat die Ruinen einer vergessenen Zivilisation zurückerobert. Aber die Menschen leben in primitiven Stämmen weiter. In dieser neuen Welt kämpfen sie ums Überleben. Es war einfach zu schnell. Ihr könnt Pause machen. Hier läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll.
Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese, unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Val? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du's so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Immer diese IT-Noobs. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay.
Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Ich wollte schon meckern, Leute. Ich dachte schon, wir müssen jetzt faul spielen. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Genau, kannst du Impulse von deinem Fokus weisen auf wertvolle Beute und Ressourcen in deiner Umgebung hin. Tippe R3, um einen Fokusimpuls auszulösen. Genau, zum Beispiel da, so. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Ja. Ich bin eigentlich mal ein bisschen gespannt, weil wir haben ja hier einen Bogen und nochmal irgendwie einen Speer auf dem Rücken und so. Was wir überhaupt so können an Fähigkeiten und so. Das ist ja schon eigentlich eine Weile her. Heilende Beeren. Wieso sind heilende Beeren eigentlich jetzt blau? Das irritiert dann schon ein bisschen, weil eigentlich waren die immer rot. Ja, wie gesagt, das Let's Play von damals zum ersten Teil ist ja schon ein bisschen her. Deshalb bin ich mal ein bisschen gespannt. Wobei, klar, okay, damals hat es ein bisschen hingezogen. Aber ich habe vor, keine Ahnung, vor 3, 4, 5 Monaten etwa, habe ich die Platin noch gemacht von Teil 1. Oder halt von Zero Dawn. Also Teil 1 meine ich dann immer den Vorgänger. Wenn ich irgendwann mal Horizon Zero Dawn 2 sage, dann meine ich halt Forbidden West. ja. Ist das... Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Genau, es ist halt natürlich interessant, was wir jetzt alles können. Ja, gute Idee. Ja, wir können noch die einen hier voll machen. Ich glaube, ich hatte 6... Ja, jetzt haben wir noch 3 Plätze frei. Geht hier relativ gut. So, 1 fehlt noch. Ist ja die Frage, was wir jetzt damals eingestellt haben. Der hat sich hier wohl auch ausgebreitet. Genau, das können wir irgendwie anschauen. Die Plage. Etwas von der Plage. Genau, das ist, keine Ahnung, damals gab es ja, glaube ich, die Verderbnis. Wobei die sich ja, glaube ich, nicht so auf die Pflanzen oder so hier ausgewirkt hat. Und nur wenn Maschinen in der Nähe waren. Jetzt kann es halt vielleicht sein, dass das irgendwie weitergeht. Auf die ganze Welt hier keine über. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Jo, gehen wir einfach mal nach unten. Dem Backup? Also, das ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Ja, vor allem, wenn man sich mit IT nicht auskennt. Ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Jetzt hat sie gerade einen Bogen draußen gehabt. Sehr seltsam. Reist du mit leichtem Gepäck? Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Oh, wir sollten da nicht unbedingt durchlaufen. Ganz wenig Leben verloren, aber jetzt nicht so schlimm. Oh, hab ich da. Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Ja, schon gut, dass wir gehen. Zurückgelassen. Können wir da hinschauen? Ich weiß nicht, ob wir wieder runter sollten. Wir laufen jetzt mal hier oben entlang. Standardmäßig ist dein Hard auf dynamisch eingestellt. Das zeigt dir nur Informationen an, die in bestimmten Situationen relevant. Wische auf dem Touchpad nach oben, um das vollständige Hard und ein aktuelles Questziel anzuzeigen. Machen wir mal. Ja, okay, hier unten die Waffen. Links unten auch noch das Zeug. Meine Aufgabe so. Meine Erfahrung rechts oben. Ja, okay. Ist jetzt ja nicht so wichtig. Kompass bleibt oben eigentlich immer dran. So, von der Grafik her sieht es eigentlich schon mal ganz schick aus. Ganz am Anfang hatten wir so eine kleine Rückblende gesehen. Das waren, glaube ich, wirklich Videoausschnitte aus dem alten Teil, die jetzt vielleicht auch gar nicht aufgehübscht wurden. Wobei eigentlich der alte Teil schon eigentlich auch heutzutage noch richtig gut aussieht. Also, kann man eigentlich nichts sagen. Das sollte ich mir ansehen. So, Pfeile heißt Menschen. Eigentlich. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen?
Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Ich hab doch Pfeile da. Ich sehe in meinem Köcher Pfeile. Und rein theoretisch könnten wir doch auch hier die Pfeile rausziehen. Aber, nee. Recycling. Pff. Wir brauchen so einen Scheiß. Okay, hier haben wir das Reinholz. Eigentlich so wie aus dem Vorgänger. Alles. Okay. Zum Glück voll geil hier. So, da haben wir alles voll. Halt L1 gedrückt zum Waffenrad. Hier haben wir das da. Es bleibt eigentlich noch alles so ein bisschen gleich. Fertig. Ich auch. Alle sind bereit. Okay. Jetzt müssen wir hier mal weiter. Bevor wir weitergehen, nochmal kurz was einsammeln. Am Anfang gucke ich mal ein bisschen mehr drauf zum Sammeln, weil, ja, Richtung Mitte, Ende hatte ich dann teilweise auch so viel immer. Aber ich komme nicht dran. Ja, aber kann ja irgendwie helfen, oder? Alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss ziehen. Das ist ja Schloss, oder? Bisschen komisches, großes Schloss. Eigentlich hätte er mir auch hochhelfen können oder so. Aber, na gut. Er hat auch keine Kooperation. Jetzt haben wir hier wieder so ein bisschen die Plage. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Da ist wohl also, zu. Sieht mal aus wie ein Eingang. Was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Positiv oder negativ? Sie meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. So, noch mal ein bisschen sammeln. Natürlich ein bisschen blöd, wenn wir irgendwo anfangen müssen zu kämpfen und dann haben wir keine Pfeile mehr. So, hier ist was Gelbes. Aber da kommen wir natürlich nicht unbedingt ran. Irgendwie ist was anderes, was Neues, Cooles oder so. Wollen wir erstmal irgendwo hochlaufen? Scheint mir jetzt nicht so. Ich frage, ob ich halt mit dem Gelben was machen kann. Kann ich das runterschießen? Vielleicht können wir hier in die Ruine gelangen. Okay, wir gehen nach links und dann schreit er rechts wäre irgendwas. Wie hat er das gesehen? Wo läuft der jetzt hin?